Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mega Bellum Nummern FFA. Erstmal an der Stelle, sorry fürs letzte Mal. Ich habe leider über meine Webcam aufgenommen. Heute habe ich es vorgetestet. Also ist alles richtig. Zumindest bei meiner Testaufnahme. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich hatte dann doch mehr Spaß am FFA, als ich gedacht hätte. Ich bin ein alter Mann, da lehnt man neue Sachen erstmal ab. Kennt ihr ja vielleicht. Oder nicht. Und hab dann doch gemerkt, das ist gar nicht mal so doof und so ein paar Sachen wusste ich auch noch nicht, weil ich mich auch gar nicht richtig beschäftigen wollte. Etc. etc. Und von daher mal gucken, ob wir noch ein bisschen was rausholen können. So. Das ist nicht so spannend. Das ist alles nicht so mega spannend, wenn man ganz ehrlich ist. Wir nehmen einfach mal das hier mit, weil es grundsolide ist. Und die Marksmen auch ganz gut in meine Strategie rein. Lassen. Und ja, es macht Sinn, hier die Dinger zu killen, bla bla bla, weil es gibt XP, bla bla bla. Nee, Geld, nicht XP. Aber ich habe einen Plan. Und der sieht vor extrem viele. Die Frage will ich. Nee, ich lasse sie so stehen. Ich möchte extrem viele Marksmen bauen. Die Frage ist, ich glaube, ein bisschen Schaft davor zu bauen, macht trotzdem Sinn. Okay, ich brauche euch nicht Angst haben vor HQ-Snipes, denke ich. Ja, machen es auch mal so. Und wie gesagt, ja, es gibt Sachen und hast nicht gesehen. Also hier zum Beispiel kann man jetzt hier den Rhino rekrutieren. Den Verkaufsbutton gibt es dafür nicht mehr, den gibt es nur den 50%. Wir machen es mal so. Und dann gucken, was passiert. Dann ist es eh schon fertig. Und nächste Runde kaufe ich mir auch mal einen Rhino, weil es gibt ja mehr Supply, wenn man die killt. Und Einheiten killen von den NPCs gibt ja auch Geld. Dann sieht man ja, jeder Crawler gibt eins. So, ich will natürlich jetzt hier gleich möglichst die ganzen Panzer und Marksmen noch killen, wenn es irgendwie geht. Befürchtungsweise wird aber mein Gegner hier drüben einiges leechen. Ist aber alles egal, ist nur ein bisschen Geld. Wir regeln uns das einfach alles schön. Der Marksman mit 14. Zack, habe ich trotzdem bekommen, weil der da drüben debufft war. Auch nicht schlecht. Achso, am Ende geht es nur darum, wer die Runde gewinnt, ne? Der Kuh bekommen wir auch nicht. Der wird hier von hinten gemoscht. Komme ich leider auch nicht. Ist auch egal. Der Elite, oder ist der eine? Sieht so aus. Ich möchte eine Marksman-Strategie fahren. Ach, das waren. Ach so, der wurde einfach komplett gekillt von den. Ach so, das, ich dachte, das wäre. Nee, 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 das war eine die. Okay, alles gut. Easy. So, was denke ich denn hiervon, was davon gut ist? Ich denke, ich habe vielleicht ein bisschen Probleme mit Schaff. Und da sind die Vulcans gar nicht so falsch. Die sind auch schön langsam. Das passt zu meiner Strategie. Nehmen wir mal so mit. Ich glaube, wir wollen tendenziell auch mehr als einen haben. Von daher ist es auch okay. Die Frage ist, ob jetzt jemand hier die Mitte versucht zu contesten. Möglich wäre es. Ich mache es einfach trotzdem mal. Und ich hole mir auf jeden Fall mehr Marksmen, weil das ist mein Plan. Ich will möglichst massig Marksmen pumpen. Also wir machen jetzt hier einfach ein Mono-Bild. Und ja, man könnte auch vorne aufbauen, damit man mehr Parallel-Punkte kriegt. Ich mache jetzt hier immer so ein Defense-Upgrade, damit man Ryan vielleicht einen Ticken stärker ist als die anderen. Weil ich hätte noch einen freischalten sollen, das war natürlich dämlich. Also das war jetzt auch nicht wichtig in dem Fall, weil ich nicht vorhabe, viele Einheiten zu bauen, aber es war unnötig. Ich hatte jetzt Zeit, ich habe eine Punch auf den Runden-Button geklickt. War normalerweise nicht so. Bitte lock nicht auf die Panzer ein. Sehr schön, macht er nicht. Hier kommt der Panzer rüber von ihm noch. Für Sabertooth Level 2 aus der Mitte. Der ist natürlich Gift für meine Sledgehammer. Ich werde auf jeden Fall den Tower verlieren hier. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Weil den kriege ich nicht rechtzeitig tot. Oder? Mal gucken. Vielleicht kriege ich ihn doch rechtzeitig tot. Ich kriege vor allen Dingen vermutlich noch das HQ
Kuh in der Mitte. Der Rot hat mehr Geld bekommen. Hat er vielleicht das Haku bekommen irgendwie in der Mitte? Ich weiß es nicht. Okay, das sollte eigentlich an mich gehen. Sehr schön. Die Frage, ob man gewinnen möchte oder nicht. Das ist rot ist. Ne, hier drüben ist rot. Okay. So, den holen wir noch. Das ist auch ein. Eine KI, die KI aus der Mitte, ne? Ja, müsste eigentlich. Ich habe noch Geld auf jeden Fall. Also relativ gut Geld abgestaubt. Das habe ich auch gewonnen. Das heißt, es kommen die nicht mal zu mir. Was man jetzt als Vor- oder Nachteil empfinden kann. Wir bilden uns ein, es ist ein Vorteil. Wir wollen auf jeden Fall den. Wir wollen viele Tags ausgeben. Okay, chillt mal, Jungs. Okay, also auf jeden Fall alle Marksmen upgraden, keine Frage. Und ich glaube, ich möchte einen Vulcan, möchte. Das Vulcan ist natürlich diese Runde kompletter Arsch. Wo eigentlich mehr Chaff, wenn das hier tot ist. Richtig, richtig. Ich glaube, ein bisschen mehr Chaff brauche ich sowieso. Ein Upgrade auf den wäre natürlich auch noch nett gewesen, aber ist zu teuer. Wir versuchen möglichst viele Marksmen zu holen. Und da holen wir jetzt möglichst viele Marksmen. So. Das wird eng hier bei mir. Keine Frage. Hole ich das hier noch? Ja, komm. Ich weiß halt nicht, wie gut ich mit denen klarkomme, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, wie gut ich mit denen klarkomme. Es wird eine Katastrophe, befürchte ich eher. Es wird eine Katastrophe. Ich krieg richtig einen auf den Sack hier. Da wird zu wenig Chaff. Wobei es geht. Oh, es läuft sogar. Aber den, der wird eine Katastrophe trotz allem. Ja, aber den kann ich nicht aufhalten, keine Chance. Weil mit dem ganzen Schaft dabei noch. Aber ist kein Problem. Ich will ja hier mit Marx in, das Ganze machen. Ich will mal gucken, ob das geht. Ja, ist einfach nur eine Schnapsidee. Ich muss vielleicht einen Ticken Artillerie noch dazu packen, wenn ich drüber nachdenke. Ansonsten sind Fangs mit Schilden zu hart gegen mich. Oder ich gebe meinen Vulcans einfach die Feuerraketen. Vielleicht ist es auch einfach das. Ich glaube, der killt sowieso hier einfach noch alles. Sieht man ja auch hier, ne, die haben jetzt halt ziemlich geloost. Wobei hier lebt noch ein Gegner, der holt jetzt richtig Geld, weil die ganzen Hakus abstaubt. Natürlich sehr glücklich für ihn jetzt. Dass er hier ein Geld plus gemacht hat. Heftig. Die Frage, ob ich hätte vielleicht auch lieber Shooting Squad statt EMS mitnehmen sollen. Wenn ich drüber nachdenke, das war ein Fehler in meinem Bild. Naja, mal gucken. Ich glaube, das ist gut. Das nehmen wir mit. Oh, die Extended Range Marks brauchen wir. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Wirklich. Ja, ich hätte auch den Tag mitnehmen sollen mit den Fangs. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Verkaufen möchte man hier wahrscheinlich nichts, ne? Oder hätte ich vielleicht doch nicht Rhino SPC nehmen sollen. Hätte Fahrradkette, man kennt's. Hier drüben den Vulcan gebraucht, hätte nicht geschadet, gell? Egal. Wahrscheinlich als nächstes hier mal den schnell schießen Tag ausgeben.
Vielleicht kann ich. Ich komme ja nicht an dem Skorpion vorbei, oder? Wobei, wer weiß. Ich probiere es einfach. Ja, schnell schießen wäre gut gewesen. Oh, der könnte sogar durchgehen. Der eine Skorpion geht irgendwie drauf, aber gleich auch nicht mehr, oder? Ne, genau. Oh, okay, aber der andere ist scheiße. Okay, ich muss vielleicht doch ein bisschen was gegen hier Wespen-Spam machen. Ja, nur mit Marksman ist, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen unrealistisch. Mal gucken. Ja, ich muss das gegen die Wespen machen. Nur Marksman geht halt doch nicht. Aber wobei, wenn ich einfach mehr Fangs dazu packe. Könnte schon reichen. Das Gute ist, ich bin jetzt gleich nicht mehr Erster. Ne, Puste, ich bin nur Erster, verdammt. Okay, das heißt, die kommen wieder auf mich. Hallo, liebe Gegner. Stormcaller hatte ich eh überlegt, habe ich gesagt, ja. Dann nehmen wir die doch einfach mit. Ich glaube, den Rhino kann ich auch verkaufen. Das lohnt sich einfach nicht. Ich brauche auf jeden Fall Quick Reload. Und wir machen hier noch eine Runde Vulcans. Sekunde. So, wie machen wir das am dümmsten? Habe ich den schon abgegradet? Nee. Mehr Einheiten auf jeden Fall. Jede Runde maximale Einheitenanzahl rekrutieren, keine Frage. Und dann könnte ich theoretisch noch ein Upgrade auf den ausgeben. Ich glaube, EMP möchte ich auf den sowieso haben. Boah, ich habe auf den EMP dabei, gell? Bräuchte ich es gar nicht. Dann gehen wir einfach mit mehr Schaden rein. War, glaube ich, ein Fehler. Mit mehr Schaden. Egal. Ich hätte den Reichweite geben. Das wäre schlau gewesen. So, die Hacker sind natürlich jetzt eine problematische Geschichte für mich, keine Frage. Weil die mir alles hacken. So, jetzt sind sie aber auch tot. Mal gucken, wie gut ich mit den Wespen jetzt klarkomme. Geht, ne? Könnte schlimmer sein. Der ganze Bodenscheiß auch noch, aber ist egal. Ich gehe auf eine Late-Game-Strategie, von daher ist schon okay, wenn ich am Anfang jetzt noch nicht alles rocke. Gewinnen die Runde leider schon. Also ich gewinne auf jeden Fall schon wieder die Runde. Und man mag natürlich alles killen. Geldmäßig mache ich nicht so viel. Ich weiß aber nicht, ob das so wichtig ist, ehrlich gesagt, gerade bei der Strategie. Okay, okay, ein wenig Lag. Hallöchen. Smoke, Heavy. Ich nehme mal die Heavy Armor mit für meine Vulcans. Ich glaube, den Reichweite zu geben, das kann ich schon tun.
Ich glaube, einen Crawler gibt es hier auch mal. Warum halt auch nicht? Okay, spawnen die alle in der Mitte. Kann ich das überhaupt noch theoretisch machen? Ich könnte auch einfach hier irgendwo drauf droppen, einfach nur ein bisschen mehr Exp zu farmen. Ich mach das mal so. Ich glaube, den Tower kriege ich eh nicht mehr dadurch. Also die Level ist wichtig. Und wir beeilen es auch ein bisschen. Ich verstehe auch wiederum Leute so gerne so einen Button hätten, dass man alle auf einmal upgraden kann. Hier würde das durchaus Sinn machen. Mehr davon. Hätte ich auch für ein Level holen sollen vielleicht, ne? Können denen nochmal Schilde geben. Ich habe nicht so viele von denen. Ich hätte echt, das war echt ein Fehler, dass ich hier keinen Born dabei habe. Aber hey, was willst du machen? Nicht so ein Quatsch, ich weiß. So. Ranzoomt echt schwierig. Machen wir es mal so. Wir konzentrieren uns auf unsere Seite erstmal. Wir sehen, es läuft okay auf jeden Fall. Jetzt kommen die Dicken mit Wespenspawns. Die Wespenspawns sind interessant. Die sterben auch schnell. Also wir killen die wirklich super fix eigentlich. Ja, ich gebe auf jeden Fall bei EMS auf meine Kollegen hier aus. Glaube ich wertvoller, weil die dann instant die ganzen Giants immer disablen, wenn sie drauf schießen. Das lohnt sich, glaube ich, schon. Das stirbt auch, da gab es richtig gut Geld, dass die Dicken zu mir gekommen sind. Oftmals ist es ein Nachteil, wenn man es schafft, ist es ein Vorteil. Der Marksman von mir rockt einfach alles. Die haben aber auch keine Upgrades. Das Geld nehmen wir auch noch mit. Man sieht, die Marksman sind schon stark. Ich hätte halt, wie gesagt, statt EMS vielleicht den anderen Tag mitnehmen sollen. Mal gucken. Der einfach alles killt. Oder fast alles killt. Also der Marksman eben hat auf jeden Fall gelevelt. So viel steht fest. Oh, Reichweite. Sehr huge. So, was ist unser höchster Level 4? Der ist Level 5. Mit Item jetzt. Die craden wir auch ab. Die Reichweite nehmen wir jetzt auch mit die Runde. Ich glaube, ich. Achso, ne, ich hatte. Okay, ich dachte, ich hätte zu wenig Geld, aber alles gut, ich habe mich verschaut. Es ist alles gut. So. Mehr Units, ganz späte Fangs sind auf jeden Fall gut. Ansonsten mehr Marksmen sind auch immer gut. Ihr seht ja, so schlecht läuft das alles nicht. Satelliten setzt ihr eh keins, das heißt, ich kann ruhig mit allen hin und her laufen. Machen wir es mal so. Kommen mir dicke Scorpions mit Siege-Mode an. Nicht ganz so cool. Das ist ein super Siege-Mode. Nicht der normale. Mustang Production und Super Barrier. Alles super. Also ich meine, das Konzept dieser eine sowieso einfach normale Skills nehmen, super davor schreiben und alles noch ein bisschen besser machen. So, das ist schön, dass die meine Gegner die auch ein bisschen ablenken. Die Mustangs hier schon mal die ganzen Wespen aus dem Spiel nehmen, ist gut. Aber die sind echt stabil, muss man mal sagen. Aber die Super Barrier ist down. Wo ist denn mein Super Marksman? Hier ist mein Super Marksman. Ah, den einen hat er gesnackt, geklaut mit seinen Melting Points. Ist natürlich gegen mich eigentlich ziemlich schlecht. Oh, das ist vor allem Multimelter, das ist ja richtig schlecht. Okay, nächste Runde auf jeden Fall EMS ausgeben, glaube ich. Weil die sind ganz schön stabil. Ich glaube, ich brauche den Multishot, das ist schon wichtig.
Aber man sieht, also die Idee mit den einfach nur Marksmen, Spam ist jetzt nicht so massiv schlecht. Man kann Schlechteres tun. Die Runde reicht noch nicht, aber nächste Runde könnte es vorbei sein. Ich nehme, glaube ich, die mit. Damit könnte jetzt auch jemand theoretisch hier noch was in die Flanke setzen oder irgendeinen Quatsch. Dann haben wir da ein bisschen Schutz. Verkaufen wollen wir eh nichts. Die Frage ist, brauche ich überhaupt die Reichweitengeschichte? Wahrscheinlich brauche ich die nicht mal, gell? Müsste gleich mal gucken, was meine Gegner so haben. Hat irgendjemand überhaupt den Standard Range? Das bin ich. Hat keiner genommen. Ich glaube, es wäre schon echt strong, ehrlich gesagt. Den würde ich gerne leveln. Wir machen erstmal das, was wir auf jeden Fall machen wollen. Und dann reicht das Geld nämlich nicht. Gut, dann geben wir hier noch die Defense aus, oder? Können wir machen. Wir können auch hier die Reichweite ausgeben. Ich kann ja auch theoretisch leveln, ne? Weil so schlecht ist das gar nicht. Wir machen es mal so. Let's go. Und dann mal noch den da. Alle müssen da auf mich warten. Ach, die armen Leute. So, die sind schon massiv mit ungefähr 1 Million Leben. Okay, nur der eine hat 1 Million Leben. Der rechts ist nicht so stabil, der stirbt auch relativ schnell, aber der links wird ganz schön stabil sein. Da wäre ein Melting Point nicht so schlecht gewesen. Muss man mal zugeben an der Stelle. Die tanken jetzt natürlich alles von mir, ne? Das heißt, viel, oder nicht alles, aber viel von mir tanken die. Ich meine, ich mache jetzt hier schon nicht so schlecht Schaden. Ja. Den habe ich da nicht bekommen, wie es aussieht. Den anderen habe ich bekommen. Okay, aber nächste. Okay, ist eh vorbei jetzt, oder? Wahrscheinlich ist eh schon vorbei. Ja, ich habe noch zu viel Marksmen. Ich glaube nicht, dass die hier mir irgendwas anhaben können, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht wie. Wenn wir noch hier die zu schnellen Einheiten holen, die man mag und wegrennen, aber das war es dann halt auch schon. Ja, Outrange und so. G. Ja, also das ist mein Marksman-Gedanke. Ich glaube, das kann man auch perfektionieren oder verbessern. Also perfektionieren ist sowieso mal relativ. Aber ich denke einfach. Da gibt es bessere Einheit, um hier schnell was aufzuhalten bei wie Marksman. Aber im Laufe des Spiels, wo alles sich weiter teilt und so weiter, ist einfach Reichweite super, super strong. Und da sind Marksman einfach der absolute King. Jetzt war ich noch hier mit der Extended Range Marksman-Geschichte. Das hier macht ja an sich nicht mehr DPS, aber einfach, dass man mit Spam ein bisschen besser klarkommt. Dafür ist es gut. Und von daher denke ich, es ist eine gute Idee, es mitzunehmen. Und genau, hier noch für den, die habe ich gar nicht so sehr für die Gegner geholt, sondern mehr also für die Spieler, sondern mehr für die Mitte, wenn da irgendwie viel Spam kommt, dass ich den auch abfangen kann. Generell glaube ich, verkaufen lohnt sich hier natürlich deutlich weniger, nämlich nur die Hälfte so gut, weil es einfach nur die Hälfte zurückkriegt. Aber der Rhino war halt eh nur ein Selbstmörder, von daher war das okay, glaube ich. Hier dieses Rhino Sold, weiß ich gar nicht, ob das so mega toll war. Im Endeffekt, ich glaube, es ist einfach wichtiger, sich eine gescheite Combo aufzubauen, eher defensiv zu spielen, dass man halt nicht unnötig seine Einheit verliert, wenn es noch nicht sein muss. Und dann das Feld von hinten aufrollen kann. Ne? Und das ist mir ganz gut gelungen. Und dementsprechend sage ich danke fürs Zuschauen, gern Abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.